jetzt bei mir machen würdest, würde ich dich halt rausschmeißen, weil ich sowas nicht zulassen würde. Ne? Und deswegen, wir diskutieren gerade auf respektvolle Art und Weise. Ne? Also. Genau, ich würde auch nie jemanden beleidigen. Also dieser Summit beispielsweise, der bei dir Mod ist, der hat heute gesagt, dass er meinen Pampers-Gott beleidigt. Beispielsweise nur so. Also ich beleidige niemanden. Ich versuche nur respektvolle Dialoge zu führen und ganz sachlich über die Religion sich Okay, auszutauschen. ich nehme das jetzt mal so an erstmal. Genau. Dann bitte, du wolltest jetzt dazu sagen, also ich habe jetzt eine Frage. Nochmal zu der Gnade, wir können von mir zurück. Also ich habe ja hier das Bild gezeichnet oder dieses Schaubild gezeichnet. Wir reden ja gerade darüber auch, ne, über die Gnade Gottes. Wie kann das sein, dass Jesus selbst Gott ist, der Sohn Gottes ist, aber Jesus selbst gleichzeitig Gott ist, sein eigener Vater ist, aber sein eigener Sohn ist, der unter anderem hier Menschensachen tut, hier natürlich Gottes Sachen macht. Und warum muss er seine Gnade an ihn schicken, ne, seine Gnade, warum musste er seine Gnade dahin schicken, wenn er doch schon Gott ist? Okay, Warum braucht er gerne. die Gnade Gottes? Gerne. Erstmal ist deine Zeichnung nicht so ganz richtig. Ja, Wir erzähl. könnten beispielsweise Christus, wenn der Vater Christus etwas gibt, den Mensch gewordenen Logos, das sagen wir, weil Logos ist das Wort Gottes, Christus ist das Wort Gottes. Wenn der Vater ihm etwas gibt, dann gibt es auch Christus sich selbst. Weil wir sehen in der Bibel, das kann ich dir auch beweisen, dass der Geist Christus als Geist Gottes identifiziert wird. Und wir haben einen Geist, das steht in Epheser Kapitel 2, Vers 15. Das Aber bedeutet, kriegst du gibt nicht auch Gott den ihm Geist was, gibt er Gottes sich in dir? selber was? Kriegst du Was? nicht den Geist Gottes in dir? Was hat das jetzt damit zu tun? Weil du sagst, der hat den Geist Gottes, hast du gerade gesagt, so wie Nee, Christus. er ist der Geist Gottes. Er ist der Geist Gottes. Das heißt, Falsch. Christus hat keine menschliche Das ist Seele. falsch. Okay, Kalima, darüber können wir gerne reden. Doch, er hat eine menschliche Gerne. Seele, aber ich sage, er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Warte, warte, Wir warte. Also dürfen, hat er zwei Seelen in ja. sich. Guck mal, wir Richtig. differenzieren. Guck mal, Richtig, nein, ja. nein. Ganz kurz, ganz kurz. Wir differenzieren hier zwischen Geistwesen und Mensch. Christus war vollkommen Mensch Ja. und vollkommen Geist, also Gott, Okay. Gottes Geist, Johannes Okay, 4, du kommst rein. 24. Kalima, du kannst. Ganz Aber kurz. Belkrad, aber Belkrad. Wieso Kalima, werde ich immer ganz kurz. Wenn unterbrochen? ich dich, wenn ich dich verfolgen Kalima, darf, ganz kurz, ja? Kalima, nur ganz kurz. Wenn wir uns unterbrechen, dann versuchen wir es so selten wie möglich bitte zu machen. Ich verstehe es im Eifer des Gefechts. Deswegen, also Kalima, wenn sobald er irgendetwas sagt, was dir nicht gefällt oder so, wir werden sowieso Pausen genug haben, dass du auch was dazwischen sagen kannst. Du kriegst ja sofort die Möglichkeit. Ich will es nur reinschreiben. Also er sagt, Christus hat die Seele eines Menschen, richtig? Und Seele vom Menschen und gleichzeitig den Geist Gottes oder Seele Gottes drin. Er ist der Geist Gottes. Und er ist, okay, plus Geist Gottes. Ich schreibe es gerade hier rein. Geist Gottes, machen wir das mal. Ich schreibe jetzt gerade mit einer Hand, ich halte hier nichts fest. Sorry, wenn das jetzt hässlicher wird. So, jetzt habe ich das festgehalten. Wir lassen mal kurz Kalima dazu was sagen. Bitteschön. Ja, also erstens wäre das jetzt sehr, sehr lustig, weil dann würdest du sagen, Jesus hat. Ne, ihr Christen sagt ja immer gerne Körper, Seele, Geist, ja. Und dann hätte er noch mal den Geist Gottes. Also er hätte wirklich zwei Geister in sich, ja. Also das müssen wir erklären. Also Also das ist für mich Schizophrenie. Also ganz kann ehrlich, das ich? ist bipolare Störung, bipolare Okay, Störung. ja. Also Türke, Okay, bei allem genau. Respekt. Okay, darf Ja, ich ich meine es nicht antworten? mal böse oder so etwas, ja. Und auch Philippa, wie hier schon deine Kollegen hier schreiben, hilft dir auch nicht weiter, ja, weil das wird noch mehr problematisch, wenn du das benutzt. Okay. Und für mich ist einfach, wenn, und ich nehme an, das machst du genauso, Abu Belgrad, du nimmst dir auch das Alte Testament als voll, oder? Natürlich. So, zeig mir bitte anhand dem Alten Testament, weil wenn du sagst, Gott ändert sich nicht, ja, er war immer der gleiche, ja, er war immer dreieinig und so weiter, dann zeig mir das bitte, dann zeig mir das bitte anhand dem Alten Testament und nach deren rabbinischen oder jüdischen Verständnis. Und ich kann dir sogar, ich kann dir die Arbeit erleichtern, anhand der akademischen deutschen Bibelgesellschaft, ja, die den Fachbericht dazu geschrieben hat, an die Hand geben, die das ganz klar verneint. Aber bitte, ich bin gespannt. Okay, darf ich antworten? Bitte, ich möchte nicht unterbrochen werden. Ich gehe jetzt auf mehrere Punkte ein. Erstmal sage Ja. ich nicht, also der erste Punkt ist, dass ich sage nicht, dass der Geist Christi neben dem Geist Gottes ist, sondern der Geist Christi ist der Geist Gottes. Das ist der erste Punkt. Das kann ich beweisen aus Römer 9, Römer 8, 9 bis 11, dass er sich selber von den Toten auferweckt hat. Oder Johannes 6, 39, wo geschrieben steht, dass er die
unsere Leiber lebendig machen wird bei der Auferstehung. Und dann steht in Römer 9,11, dass der Geist Gottes das tun wird. Bedeutet, der Geist Christi wird als Geist Gottes identifiziert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Okay, geil, aber gerade. Ganz kurz, sofort, ich werde wieder unterbrochen. Du kannst, nein, du kannst sofort weitermachen. Also ja, nur, dass okay. ich den Punkt zusammenfasse für dich. Ganz, du musst nicht so schnell reden. Du willst ganz langsam reden. Wir lassen nicht aussprechen. Nur, das heißt, das und das wäre dann nicht richtig. Also er ist zugleich, hat er eine Menschenseele. Er ist der Geist Gottes. Ist aber gleichzeitig dann wiederum der Vater. Also da hat er jetzt, der hat, also Gott hat gerade eine Seele zugleich, der kann natürlich alles machen, was er möchte. Das ist logisch, das wissen wir. Die Logik ist, Gott kann machen, was er möchte. Das ist unsere Logik. Das, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Aber ob das Gott dann macht und sinnvoll ist, das ist eine andere Sache. Also Gott hat eine Seele als Menschenseele, Gott hat eine seinen eigenen Geist, also er ist das. Das heißt, er hat seinen Geist nicht geteilt, sondern er ist dort und ist hier zugleich, aber er hat das nicht geteilt. Und er ist auch hier. Oder habe ich es falsch verstanden? Okay, darf ich jetzt darauf antworten? Aber ich, okay, kannst du dich bitte stumm, weil sonst tendierst okay, du okay, wahrscheinlich... Okay, ich stumme mich, stumm, du hast recht. Gerne. Der andere Punkt ist, dass sich Gott verändert hat. Erstmal gibt es sehr, sehr wenig Christen, beziehungsweise keinen Kirchenvater, der lehrt, jetzt kommst du wahrscheinlich mit Kirill von Alexandrien, wenn du dich damit auskennst, wo gesagt wird, dass sich das Wesen vermischt hat, aber damit ist die Vereinigung gemeint. Damit, das sehen wir im Altgriechischen, dass Vermischen oft mit Vereinigung gemeint war. Bedeutet, da sich das Wesen Gottes mit dem Menschlichen nicht vermischt hat, hat sich das Wesen Gottes nicht verändert. Und weil sich das auf das Wesen Gottes bezieht, mit Gott verändert sich nicht und das Wesen Gottes sich nicht geändert hat, somit hat sich Christus per se, das Wort Gottes hat sich nicht verändert, weil es steht, das Wort wurde Fleisch und nicht das Wort wurde irgendwie nicht zum Fleisch oder hat sich mit dem Fleisch vermischt. Und dann sehen wir doch in der Bibel, dass die Zwei-Naturen-Lehre ganz klar aufgegriffen wird. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zum Punkt, um meinen Punkt zu verstärken. Wir lesen, es gibt einen Geist Gottes und das steht in Epheser Kapitel 2, Vers 15 geschrieben. Dort steht, in Epheser Kapitel 2, Vers 16, und um die beiden in einem Leib Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er ihn durch dasselbe Feindschaft getötet hatte. Und dort steht auch geschrieben in 17 oder in 18, denn durch ihn haben wir den Zugang zu dem Vater in einem Geist. Wir haben Zugang zu dem Vater in einem Geist. Sehr, sehr wichtig. Jetzt die Trinität im Alten Testament. Das bedeutet, der Christus ist der Geist Gottes und ist nicht neben dem Geist Gottes. Aber jetzt kommen wir zur Trinität im Alten Testament. Das ist eine sehr, sehr interessante Thematik. Erstmal Psalm 33, 6. Durch das Wort des Herrn wurde alles geschaffen. Das Wort Gottes wird als Christus identifiziert in Johannes 1, 1. Bedeutet, Johannes fasst das Wort Gottes als Christus auf. Das sehen wir auch in der Schöpfungsgeschichte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und nichts ist ohne das Wort entstanden, was entstanden ist. Bedeutet, wenn das Wort sich auf Jesus bezieht, dann müssen wir sagen, dass in Psalm 33,6 Jesus alles erschaffen hat. So, jetzt nochmal zu Trinität bzw. Binität im Alten Testament. Wir sehen in Daniel Kapitel 7, Vers 13 bis 14, dass der Menschensohn eine ewige Herrschaft erlangt. Das sehen wir beispielsweise noch in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Dort steht geschrieben, nun gehört dem Herrn und seinem Christus die Herrschaft und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Das wird dort nochmal bestätigt, bevor du mit dem Argument kommst, dass sich das nicht auf eine komplett ewige Herrschaft bezieht, sondern für eine lange Zeit. Offenbarung 11, Vers 15. Bedeutet, wenn jemand ewig herrscht, dann muss er Gott sein. Beispielsweise lesen wir in 1. Korinther 15, 24, dass der Christus dem Vater etwas übergibt. Wer kann Gott etwas übergeben? Und lesen wir zu Daniel Kapitel 7, Vers 13 bis 14, die Exegese aus dem 4. Buch Esra, dann sehen wir, dass die damaligen Juden diesen Vers schon ausgelegt haben, dass es binitarisch ist. Das sehen wir auch noch im Buch Henoch. Dort wird die Apotheose gelehrt, dass ein Mensch zu Gott wird funktionell. Aber wir glauben an die Theophanie, dass Gott Mensch wurde. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Juden haben das in 4. Buch Esra aufgegriffen. Im Buch Henoch hatten sie ein falsches Verständnis. Tut mir leid, im Buch Henoch hatten sie ein richtiges Verständnis vom Menschensohn, die Theophanie genannt. Aber sie haben den Menschensohn auf Henoch bezogen, weil er im Buch Genesis emporgehoben wurde. Das war falsch, weil das ist Christus. Aber bedeutet trotzdem, wir haben die jüdische Auffassung, dass es damals mindestens eine Binität gab. Und weil wir lesen schon in Genesis 1, dass der Geist Gottes über der Erde schwebte, lesen wir Vater, also Gott, sein Wort und sein Geist. Und diese alle drei sind Schöpfer und diese drei sind eins. Das steht in 1. Johannes 5,7.